Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich weiß, ich habe mich sehr lange nicht mehr bei euch gemeldet. Das liegt daran, dass ich immer irgendwelche anderen Sachen im Kopf hatte. Sorry dafür. Aber es gibt ja ein paar Leute unter euch, die mich nicht vergessen und dann immer noch mal nachfragen: Hey Fred, wann kommt denn nun endlich ein Video? Ich warte schon die ganze Zeit. Und für diese Leute habe ich jetzt dieses Video gedreht oder drehe jetzt dieses Video, um euch eine kleine Freude zu machen. Heute zeige ich euch meine drei liebsten Alltagsfrisuren hier, die ich regelmäßig mir mache. Sie sind wirklich sehr simpel, sodass sie jeder von euch einfach nachmachen können sollte. Und falls nicht, macht euch nichts draus. Jeder hat andere Stärken. Ich bin jetzt auch nicht so besonders gut im Frisuren machen. Aber die Sachen, die ich euch jetzt zeige, die sind ziemlich einfach. Einmal vorab, ich habe mir meine Haare mit meiner Haarkur wieder gewaschen. Das hier ist meine Lieblingshaarkur. Link findet ihr unten in der Infobox. Und jetzt ist in meinen Haaren schon ein bisschen was von diesem, ich weiß nicht, wie man das nennt, so Haarserum oder so drin. Da werde ich jetzt nochmal eine kleine Perle reinmachen. Muss man aber ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt, sonst sehen die Haare gleich wieder fettig aus. Aber wenn man recht trockenes Haar hat, so wie ich, kann man ruhig auch ein bisschen mehr nehmen. Ja, dann fange ich damit an, mache mir hier so eine kleine Erbse rein, werde die nochmal in den Haaren verteilen. Normalerweise nehme ich deutlich mehr, aber ich habe da jetzt ja, wie gesagt, schon was drin. Und nachher werden sie sonst zu platschig. Ich verreibe das dann so in den Händen. Und dann nehme ich meine Haare und knete das hier unten so in die Spitzen ein. So, damit die schön geschmeidig werden. Nicht wundern, ich gucke hier parallel immer noch mal in den Spiegel, gerade gleich für die Frisuren, damit ich das dann auch vernünftig hinbekomme. Weil sonst sehe ich halt einfach nicht, wie es in der Kamera aussieht. Und meine Frisuren mache ich in der Regel halt auch vorm Spiegel und nicht blind. So. Dann habe ich hier auch noch meine Haarbürste. Ich verwende immer so eine Art Tangle-Teaser oder Inwirrhaarbürste. Das hier ist jetzt kein Original-Tangle-Teaser, aber ich habe auch noch einen Tangle-Teaser. Und dann kämme ich sie erstmal einmal nochmal durch. Einmal durchgekämmt. Und jetzt macht ihr euch am besten einen Scheitel, irgendwie so mittig oder halbmittig, so wie ich das hier gemacht habe oder schon trage. Und dann müsst ihr hier nach hinten eine gerade Linie so runterziehen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, einfach so eine Linie runter. Das mache ich jetzt auch mal. Ich drehe mich mal um. Also es muss auch nicht perfekt sein, nur dass es ungefähr so eine gerade Linie ist, dass ich hier so diese zwei Seiten habe, links und rechts. Und dann fange ich an, mir meine Haare einzudrehen. Hier oben auf der einen Seite. Das hier ist jetzt so meine etwas schickere Alltags-Date-Ausgeh-Frisur, was auch immer. Die gibt es auch nochmal gleich in einer kleinen Abwandlung, das werde ich euch auch noch zeigen. Also dann drehe ich das hier ein, geht auch in der Regel relativ schnell, wirbel das hier so um meinen Finger, wie schon ein bisschen geübt drin, und dann fixiere ich das mit dem Mund und mache das mit der anderen Seite auch. So, jetzt nehme ich nochmal hier beide Seiten, jeweils um einen Finger drehe die und dann drehe ich mich jetzt um und dann binde ich das hinten zusammen mit einem Zopfgummi. Das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier so ein filigranes Zopfgummi. Das kann ich schon mal einmal, einen Moment, ich
Dreh das schon mal einmal um, sodass es so doppelt ist. Und dann bindet ihr die beiden Seiten hinten zusammen. Die anderen Haare, die ihr versehentlich mit eingebunden habt, könnt ihr jetzt hier so rausziehen. Mache ich auch. So, dann habe ich es noch festgezogen. Und fertig ist meine erste super schnelle Alltagsfrisur. Ich finde das hier total schön, so mit dem Eingedrehten. Ich mag das richtig gerne. Und ja, also diese Frisur, die trage ich wirklich sehr oft. Also die Wahrscheinlichkeit, dass, falls ihr mich mal irgendwo sehen solltet, ich diese Frisur trage, ist schon relativ groß. Ja, jetzt hat man aber nun mal nicht immer Lust auf offene Haare und deswegen gibt es auch noch eine Abwandlung von dieser Frisur, die werde ich euch jetzt auch zeigen, die ist relativ simpel. Dafür könnt ihr euch hier noch ein schönes Zopfgummi nehmen und dann packt ihr einfach alle restlichen Haare hier hinten zurück und macht hier nochmal so einen Pferdeschwanz. Tada! Also ich mag meine Haare wirklich nicht gerne im Gesicht haben und da finde ich diese Variante wirklich sehr praktisch, dass ich das hier oben einmal schön habe und dann trotzdem die Haare zusammen sind. Also ja, die finde ich richtig schön, so diese Alltagsfrisur. Die Frisur, die ich euch jetzt zeige, die kennt wahrscheinlich jeder. Also die ist sehr, sehr einfach, aber ja, ich zeige sie euch einfach mal. Einmal hier die ganzen Haare nach oben kämmen. Dann braucht ihr gleich wieder ein Zopfgummi. Ich nehme hier so ein etwas dickeres, simples schwarzes. Machen wir hier schon mal drum. Und dann kämmt ihr einfach die Haare weiter, sodass die ungefähr auf dieser Höhe nachher schick alle zusammen sind, ohne dass ihr hier so blöde Rupsel habt. Könnt ihr auch von hinten kämmen, dass es hinten auch alles schön glatt wird. Ja, das ist, glaube ich, auch so das Kniffligste an dieser Frisur, dass man das alles ordentlich gekämmt bekommt. So, dann habt ihr hier alles oben zusammen und jetzt kommt das Zopfgummi rum. Ne, das andere, das dicke. Ich wollte gerade das dünne nehmen. So, bis es fest ist, so oft rum, dann könnt ihr das hier nochmal so ziehen, so ein bisschen, dass es ein bisschen weiter nach oben kommt und fest ist. Und schon ist sie fertig, meine zweite Alltagsfrisur, ein hoher, simpler Pferdeschwanz. Die mag ich auch ganz gerne, die trage ich aber ehrlich gesagt nicht ganz so oft, weil ich dieses mit dem Eingetreten sehr gerne mag, aber die Abwandlung, was jetzt die dritte Frisur darstellen wird, die trage ich tatsächlich ziemlich häufig und das zeige ich euch jetzt. Dazu habt ihr diese Frisur, die ich euch gerade gezeigt habe, als Ausgangsfrisur und jetzt flechtet ihr einfach dieses hier hinten, also diesen Pferdeschwanz. Dafür nehmt ihr euch drei Stränge, ich werde mich mal umdrehen, damit ihr das besser sehen könnt, und flechtet die bis nach unten runter. Und dann fixiert ihr das mit einem Gummiband. Entweder mit so einem oder ihr nehmt ein etwas schöneres. Das könnte dann so aussehen.
jetzt flechtet ihr es bis nach unten runter. Ja, manchmal ist das nicht perfekt. Das liegt aber bei mir daran, dass meine Haare stufig sind. Deswegen muss man da ein bisschen improvisieren. So, wenn es hier unten angekommen ist, dann macht ihr einfach das Zopfgummi rum. Nochmal kämmen. Tada! Das ist meine dritte Alltagsfrisur. Ich zeige es euch nochmal. Ein hoher Pferdeschwanz, der einmal runtergeflochten ist. Und diese Frisur, die trage ich eigentlich immer, wenn ich Sport mache, wenn ich laufen gehe. Dafür ist die wirklich super geeignet. Es sind keine Haare im Gesicht. Sie hält schon ziemlich fest. Also es fällt auch nichts runter. Und die Haare sind einfach nicht im Weg und die werden nicht so voll geschwitzt. Also manchmal klebt es dann schon noch ein bisschen im Nacken, aber so generell, weil der so weit oben ist und ich keinen Pferdeschwanz hier unten habe, sind die Haare auch so ein bisschen vor Schweiß geschützt. Und das ist ganz praktisch, gerade wenn man nicht so häufig die Haare waschen will, ist das wirklich gut. Da muss ich immer nur gucken, dass das hier unten alles gut wegtrocknet oder ich wasche mir halt nur in diesem Bereich die Haare, aber dass ich halt nicht alles waschen muss. Das ist wirklich super dafür, so für den Sport. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, euch haben meine Alltagsfrisuren gefallen. Schreibt mir unten in die Kommentare, was so eure liebste Alltagsfrisur ist und ob ihr diese Frisuren überhaupt mit euren Haaren machen könnt oder ob die zu kurz sind. Ich glaube, so dieses Eingedrehte kann man auch mit etwas kürzeren Haaren machen, einen hohen Pferdeschwanz auch, diese Frisur sicherlich nicht. Wobei es natürlich halt auch drauf ankommt, wie kurz. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Bob habt oder so, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, wie ich im Alltag mit meinen Haaren umgehe und ich hoffe, das hat euch einen ganz guten Einblick gegeben. Deswegen wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!